Hä, sag mal Jungs, habt ihr das gesehen? Wir hatten letzte Woche wohl Pixelfehler im Video. Ja, das geht aber gar nicht so. Nee, das... Olli, ist das repariert jetzt? Das darf halt echt nicht passieren. Wie passiert sowas? Ist das ein Renderfehler oder was geht da? Ja, ich glaube auch, da war der Computer kaputt oder sowas. Aber das was, müsste... Also jetzt Olli war kaputt. Olli war kaputt. Aber jetzt müsste es wieder gehen, ja. Ich sehe auch nichts. Nö. Wo ist denn ein bisschen, hab ich das Gefühl. Diese Woche spekulieren wir über Nintendos neue Konsole, fragen uns, was IKEA mit Horror zu tun hat, besprechen, was an Pokémon Go nicht so geil ist und nehmen für euch Uncharted 4 unter die Lupe. Herzlich willkommen zu 1080 Nerdscope, das da ist Flo. Und das da ist Frodo. Und das da ist Robin. Und Nintendo hat uns diese Woche alle überrascht, denn sie haben endlich mit den Gerüchten um die neue Konsole aufgeräumt und haben bestätigt, sie kommt nächstes Jahr ihre neue Next-Gen-Konsole mit dem Projektnamen NX. Obwohl man dabei sagen muss, es ist noch gar nicht klar, ob es sich bei dieser Next-Gen-Konsole wirklich auch um Next-Gen-Technik handelt. Mhm. Es darf sogar eigentlich bezweifelt werden, denn gemunkelt wird, dass es sich um eine Hybrid-Konsole handelt, die auf Mobile-Gaming spezialisiert ist. Man kann sich das eventuell also so vorstellen wie zum Beispiel die Ouya. Ah, okay. Was auch immer es letztendlich wird, feststeht, Nintendo muss sich wirklich ranhalten. Der Traditionskonzern hat riesige Erfolge einfahren können mit beispielsweise seiner Wii, mit beispielsweise seinem Nintendo 3DS, keine Frage. Aber in den letzten Jahren ist es ein bisschen still geworden. Die Wii U kam irgendwie nicht so gut an. Und im Konsolenwettrennen mit den Konkurrenten, zum Beispiel der PlayStation und der Xbox, ist Nintendo weit abgeschlagen. Analysten zufolge könnte es sogar der letzte Versuch von Nintendo sein, auf dem Konsolenmarkt überhaupt noch Fuß zu fassen. Ja, Fun Fact, Sony hat mit dem PlayStation Network im letzten Fiskaljahr mehr Geld eingenommen als Nintendo komplett als Unternehmen. Wo das hinführen kann, haben wir ja bei Sega gesehen, also so ein mögliches Zukunftsszenario. Die haben ja auch nach dem Misserfolg mit der Dreamcast sich komplett zurückgezogen aus dem Konsolengeschäft. Die vertreiben zwar immer noch Software und sind noch stark im Mobile-Segment, aber sonst gibt es da nicht mehr viel. Und genau da, also bei der Software, war und ist Nintendo ja immer noch sehr erfolgreich. Ihnen gehören zum Beispiel zwei der verkaufsstärksten Marken mit Mario und Pokémon aller Zeiten. Und ist aber auch genau der Punkt, wo Kritiker oft gerne mal sich beschweren, nämlich dass Nintendo sich zu sehr auf Altbekanntes verlässt. Ja, und dann, Altbekanntes verkackt. Mit schwachen Spielen wie ihrem letzten Kirby oder dem gar nicht mal so guten letzten Star Fox macht man sich eben auch keine neuen Freunde. Und genauso wie das extrem heiß erwartete neue Zelda-Spiel, das bitte endlich kommen soll, das kommt dann erst im März 2017. Schön pünktlich zum Launch der NX. Aber mal schauen, ich bin auf die E3 gespannt, da erfahren wir mehr. Nee, Flo, auf der E3 zeigt Nintendo die NX nicht. Oder man könnte auch sagen, nix. Also gar NX. Nein, gar nichts. Gar NX. Ja, wahrscheinlich wollen sie sich ein Debakel wie bei der E3 2011 ersparen, denn da haben sie die Wii U gezeigt und am Ende wusste überhaupt keiner, was die Wii U jetzt so besonders macht. Außer das U. Ja, genau. Okay, man könnte natürlich auch einfach nur eine Konsole bauen, die mal wieder richtig awesome ist und die Leute einfach überzeugt. Ja, oder auch nicht und man macht so ein Mobile-Hybrid-Ding. Naja, mal gucken, was da kommt. Wir warten einfach noch ein bisschen. Spannend bleibt das Ganze ja trotzdem. Ja, apropos spannend. Spannend ist auch das neue Projekt von IKEA. Die haben eine VR-Experience rausgebracht. Virtual Reality, wenn man so eine Brille hat, dann kann man seine neue Küche zum Beispiel schon sehen in 360 Grad um sich herum. Kann sich vorstellen, wie das aussieht. Das Ding ist nur, das wurde im Steam Store aus Versehen als Survival-Horror eingestuft. Aus Versehen. Ob das jetzt ein Gag ist, der Steam-Mitarbeiter, ich meine, durch so eine IKEA zu gehen, das kann schon mal Horror sein. Oh ja. Oder einfach nur ein Versehen, keine Ahnung. Aber wir haben da mal nachgedacht. Oh je. Und haben uns überlegt, wie könnte das denn sein, wenn IKEA tatsächlich einen Horrorfilm rausbringt. Oh je. Okay. Das waren jetzt auch die letzten. Oh, ich bin echt froh, dass wir diese Wohnung bekommen haben. Sie ist so günstig. Ah, cool, das Regal ist ja schon da. Hey, wann wird das denn geliefert? Schatz, ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Regal nicht. Schatz.
Schatz, warum hast du das Regal jetzt ins Schlafzimmer gestellt? Hab ich doch gar nicht. Das ist doch im Wohnzimmer. Ich hab das nicht dahingestellt. Und Sie sind sich ganz sicher, dass ich das Regal nicht einfach von alleine verschieben darf? Muss das sein? Ich will jetzt wissen, woran das liegt. Keine guten Nachrichten für Sie. Ja, aber was ist denn jetzt? Dieses ganze Gebäude hier ist offensichtlich auf einem alten Ikea-Parkplatz gebaut worden. Die sind teuflische Mächte am Werk. Und mit denen leg ich mich nicht an. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber ich kann hier nicht bleiben, tut mir leid. Wir haben Sie doch bezahlt. Das gebe ich Ihnen zurück, aber das ist es mir nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Bleiben Sie hier, wir brauchen Sie. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Aber was machen wir denn jetzt? Ich habe noch eine Idee, aber dafür müssen wir unsere Seele verkaufen. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen auf unserem neuen YouTube-Kanal. Diese Woche haben wir wieder was super Cooles für euch, nämlich eine Boyfriend-Girlfriend-Challenge. Das war jetzt nicht großartig anders als mein letzter Ikea-Besuch. Nö. Aber egal, kommen wir zu was ganz anderem. Nintendo. Ihr erinnert euch vielleicht, die haben diesen wunderbaren Pokémon Go-Teaser veröffentlicht vor einiger Zeit, die das Internet regelrecht in Begeisterungsstürme hat ausbrechen lassen. Oder manche Leute sogar vor Freude erbrechen lassen. Es war so geil. Ja, und die haben jetzt haben sich zu früh gespeit. Haha. Denn jetzt sind 9 Minuten aus der Beta, die in Australien gestartet ist, geleakt worden. Und da sieht man, dass Pokémon Go nicht mal ansatzweise so geil aussieht, wie wir uns das alle erhofft haben. Was, Frodo? Das ist ja ein absoluter Skandal. Möchtest du mir sagen, da hat ein Werbefilm falsche Versprechungen gemacht? Da muss man gegen vorgehen. Sowas geht nicht. Wenn das einmal anfängt, dann hören die nie wieder auf damit. Genau. Wir würden euch das Bildmaterial jetzt an dieser Stelle natürlich liebend gerne zeigen. Ja, wir dürfen allerdings nicht, denn das Material unterliegt eigentlich strengster Geheimhaltung. Niemand darf aus dieser Beta irgendetwas veröffentlichen. Doof für Nintendo, dass es jetzt doch passiert ist. Ja, ziemlich doof. Sie wollten das Spiel nämlich eigentlich schon auf der GDC im März zeigen, haben es dann extra verschoben, weil sie eben kein unfertiges Material zeigen wollten, weil sie meinten, Niantic braucht noch mehr Zeit. Jetzt ist es in der Beta, die Leute haben es trotzdem unfertig gesehen, aber die große Sorge, die jetzt alle haben, es ist halt schon in der Beta. Das kann gar nicht mal mehr so unfertig sein. Was wollen die denn bis zum Release aus einer Beta noch groß ändern? Ja, und der Leak bestätigt quasi genau das, was die Fans sich vorher schon gedacht haben. Nämlich A, dass die Augmented Reality unglaublich schlecht umgesetzt ist und B, dass die Spielmechanik total dünn ist. Und viele junge Pokémon-Trainer sind jetzt natürlich enttäuscht, wie zum Beispiel der Flo. Ich weine innerlich. Nein, aber ganz im Ernst, Nintendo, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe früher Pokémon geliebt und was habe ich jetzt? Stupides Rumlaufen auf der Karte. Ich habe stupides tausende Bälle schmeißen auf Pokémon, um die damit irgendwie einzufangen, statt vorher gegen sie zu kämpfen. Warum darf ich das nicht mehr? Warum sind die Kämpfe der Pokémon gegeneinander plötzlich komplett automatisiert? Wo sind die Attacken, die ich auswählen kann, um Stärken und Schwächen meines Gegners irgendwie einzuschätzen, zu antizipieren, herauszufinden und so weiter und so fort? Ganze Strategie ist weg. Wie soll ich eine Bindung zu einem Pokémon aufbauen, dass ich nichts weiter tue als
Ja, macht das schon von alleine oder schon das nächste. Bläh, Bälle werfen. Das funktioniert einfach nicht. Es ist nicht mehr das Pokémon und es sieht wahnsinnig schlecht aus. Also wirklich, Nintendo, was hast du dir dabei gedacht? Eigentlich kann man das Spielprinzip so zusammenfassen, es ist wie Google Maps zusammen mit einem Snapchat-Filter. Ja, ja, aber guck mal, die Leute, die viel getindert haben oder einfach viel Geld haben, die haben so einen Vorteil beim Pokébälle schmeißen. Aber das Ding ist, wir sind nicht die Einzigen mit dieser Meinung. In den Kommentaren unter dem Video sind tausende Fans, die sich aufregen und sich bei Nintendo beschweren, dass sie einfach viel mehr Geld in diesen Trailer gesteckt halten, als in die eigentliche Produktion dieses Spiels. Ja, dann müsste und man. Es gibt sogar krasse Kommentare, Frodo. Es gibt sogar krasse Kommentare. Da hat jemand sogar geschrieben: OMG, Pokeshit. Krass. Krass. Müsste man zusammenfassen, was die Leute an Pokémon Go schlecht finden, dann würde das länger dauern als ein Kampf Carpador gegen Safcon. Deswegen haben wir uns mal die Mühe gemacht und für euch die 5 Dinge aufgeschrieben, die an Pokémon Go nicht so geil sind. 5 Dinge, die an Pokémon Go nicht so geil sind. Erstens, Pokémon Go. Zweitens, vor lauter Handy gucken nicht mehr auf den Straßenverkehr achten. Drittens, Pokémon Go. Viertens, in der falschen Hood jemanden zu einem Battle herausfordern. Es ist Zeit für ein Duell. Digga, was bist du am Labern, Alter? Fünftens, vor lauter Augmented Reality echte Tiere für Pokémon halten. Oh, ein wildes Osaring. Mann, wieso kann ich das Vieh nicht fangen? Ich brauch doch nur noch das Osaring. Jungs, ich habe noch eine Idee für eine Nummer 6. Pokémon Go. Ja, das war ja nicht so geil. Was umso geiler ist, ich habe mir endlich einen Lebenstraum erfüllen können. Darfst du dir jetzt deine Schuhe selber zubinden? Das auch, aber ich bin Schatzsucher geworden, denn da nächste Woche Uncharted 4 auf den Markt kommt, hat uns Sony nochmal eingeladen, um jetzt die finale Version anspielen zu können. Und ich habe mich natürlich auf die Schatzsuche gemacht nach der fertigen Version und habe dabei Hindernisse überwunden, die kein Mensch vor mir... Das hier ist es also, das allerletzte Pre-Release-Event zu Uncharted 4. Und ich habe gehört, wenn ich die Demo jetzt durchspiele, kriege ich sogar ein Spiel. Das Ganze, das fertige Uncharted 4, ja! Fertig! David, guck mal! Geil, endlich. Was? Danke, Frodo, für das Spiel und danke, Naughty Dog, dass ihr nach Jahren des Wartens endlich ein neues Abenteuer mit Nathan Drake an den Start bringt. Und das Warten hat sich zumindest in technischer Hinsicht mehr als gelohnt. Der immensen Grafikpower der PlayStation 4 sei Dank können wir uns nämlich nun regelmäßig an solchen Ausblicken satt sehen. Wie schön. Tatsächlich ist Uncharted 4 einer der optisch atemberaubendsten Titel dieser noch jungen Konsolengeneration. Vor allem die Mimik ist nahe am Fotorealismus. Das kommt natürlich den vielen Zwischensequenzen zugute. Wenn sich zum Beispiel Nathan und sein Bruder Sam die frechen Sprüche um die Ohren knallen, dann ist das ein Schmaus. Auch weil die Dialoge wieder brillant geschrieben sind. Allein der Charaktere wegen bleibt man hier bis zum Ende gespannt am Ball. Da kann sich selbst Hollywood noch mehrere Scheiben von abschneiden. Ist Uncharted 4 also das ultimative Superspiel? Nun, um ehrlich zu sein, hat es mich sogar enttäuscht. Zwar auf hohem Niveau, aber nachdem sich schon Uncharted 3 immer wieder in der 10-Handlung verstolperte, schockiert es mich fast zu sehen, dass Teil 4 nun sogar noch träger ist. In den ersten 6 Stunden kommt Nathans Abenteuer nur behäbig in Fahrt. Egal was Uncharted 4 in dieser Zeit auch macht, ob Nathan jetzt heikle Klettereinlagen absolviert, in einstürzenden Tempeleinlagen herumkraxelt oder um sich ballert, man kennt das alles zur Genüge. Bis auf den Jeep und das Kletterseil gibt es eigentlich keine Neuerung. Die neue Grafik-Engine ist offenbar das einzige echte Argument für diese Fortsetzung gewesen. Vor allem fehlen mir aber die großen Momente. Uncharted 2 war damals noch voll. Wer erinnert sich nicht an die grandiose Klettersequenz gleich am Anfang? Oder die Ballerei mit dem Hubschrauber? Oder das grandiose Ende im Tempel? Uncharted 2 legte dabei ein Tempo vor, das Uncharted 3 dann höchstens in der Flugzeug-Crash-Sequenz nochmal erreichte. In Uncharted 4 könnte ich nicht einen einzigen solchen Moment benennen. Stattdessen wird viel geklettert, werden unzählige Kisten verschoben und hunderte Sprüche gerissen. Wer Uncharted dafür liebt, kommt voll und ganz auf seine Kosten. Qualitativ ist dieses Spiel den meisten anderen Titeln im Genre weit überlegen. Nur in der eigenen Reihe ist Uncharted 4 für mich der bisherige Tiefpunkt.
So, das war's mit Uncharted 4 und auch mit der Sendung für diese Woche. Mit David, wenn du jetzt fertig bist, kann ich das Spiel auch mal haben? Jungs, wo ist denn eigentlich ein David? Ja. Stand das Regal schon immer da? Jungs, ist das normal, dass sich das bewegt?